Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Ark. Ja, ich spiele Ark. Ihr habt's richtig gehört. Ich bin hier auf einem Server von ein paar Freunden. Wir haben uns auf den Lost Islands in einer Burg eingenistet. Ich dachte einfach mal, ich schmeiß mal ein Video an, seit hier einfach niemand online ist. Ja. Kann ich hier jemanden hochpfeifen? Oh ja, hi. Sind ein bisschen zu viele. Ach, das passt schon so. Her. Bitte alle mal wieder dahin. Danke. Ja, ein Spiel über Dinos, mit Dinos, von Dinos. Na gut, jetzt nicht unbedingt von Dinos, aber es geht um Dinos. Und Urzeitwesen. Ach, was rede ich überhaupt? Ich glaube, die meisten von euch kennen Ark. Ich habe mir es letztens geholt, als es kostenlos im Angebot war. Habe ich mir gleich zugeschlagen. Einfach 100% Rabatt. Werbeaktion. Bauplan. Metallschiff. Was denn auch sonst? Okay, es ist echt dunkel. Also wirklich dunkel. Ich glaube, wir zelebrieren unseren Start in das Video mit einem Feuerwerk. Wie wunderschön. Und es ist auch schon gleich viel heller. Ich bin dezent überladen. Von was? Holz. Meine Güte. Zweimal auf den Baum gehauen und schon mit Holz überladen. Und wieso habe ich 1000 Steinwände? Ach, egal. Bitte soll ich die Steinwände zurückbringen? Wartet mal. Jetzt brauche ich alles für eine. F Nein, ich brauche Feuerstein für eine Fackel. Ich habe keinen Feuerstein. Also wir sind relativ weit, muss ich sagen. Wir renovieren hier gerade das Schloss. Haben schon ein paar T-Rexe gefarmt. Ich sehe wie immer nix. Hier werden ein paar Drachenbabys ausgebrütet. Also ich bin jetzt nicht verrückt, dass ich mir 680 Kilogramm Wände ins Inventar packe. Deswegen stehe ich hier jetzt oben drauf und pack das dann einfach hier so in irgendeinen Schrank rein. Perfekt. Ah, das nehme ich noch raus.
Hallo, AFK-Spieler. Okay, das kommt hier rein, passt soweit. Dich nehme ich mal mit. Halbieren oder wie viel brauche ich denn? Warte, ich kann das auch einfach. Ach nee, kann ich nicht, mir fehlt Stein. Okay, dann nehme ich dich mit. Dich lasse ich mal hier. Leder bekomme ich bestimmt auch noch irgendwo her. Ist ja gut. Landen. Also als ich das letzte Mal hier war, sah das alles noch anders aus. Wo habt ihr das ganze Zeug hin, von dem ich keine Ahnung habe, wo ich es hin hab? Hier steht das Zeug rum. Das Zeug brauche ich nicht. Ich brauche so ein kleines Dingsterbumster. Wie heißt denn das? Und wo steht denn das? Hier auf jeden Fall nicht. Viel Spaß euch noch hier drin. Oh, das steht noch hier. Naja, viel Spaß damit. Oh. Will ich mir was zähmen? Nein, eigentlich nicht. Okay. Super. Oh hey, es wird Tag. Ich lasse die da einfach mal in Ruhe. Bist du mein Vogel? Du bist mein Vogel. Okay, ich brauche das hier, ich brauche das hier. Kann ich mir jetzt eine Fackel... Oh nee, mir fehlt noch Stein. Perfekt. Ach Gott, hör auf damit. Okay. Passt soweit. Na, 68 Fleisch rausnehmen. Hier, guten Hunger. Und los geht's. Oh, warte mal. Ah, nicht so. So rum. Perfekt. Vielen Dank. So, dann gucken wir uns mal um in dieser Höllenfahrt. Oh, ich sehe da schon was rumlaufen. Weiblicher Rex, Level 130. Heilige Scheiße. Alpha Carnotaurus. Rexon Carnotaurus. Greifen sich gegenseitig an. Eventuell kann ich mir da was abstauben. Oder greifen die sich gegenseitig an? Nee.
Schade. Manchmal greifen die sich gegenseitig an, manchmal nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Lootest du? Nein, leider nicht. Und du bist Level 130. Eigentlich möchte ich mich nicht mit dir anlegen. Okay. Wie sieht's denn hier in der Höhle aus? Warte mal. Ich öffne mal das falsche Inventar. So. Das wäre Licht. Bärenfalle steht noch, aber wo ist... Wo ist er hin? Ich sag euch, wenn mich gleich irgendwas von irgendwoher anschnappt. Was? Nach die paar Raptoren da. Die sind es wirklich nicht der Rede wert. Level 20 Raptor. Okay, also. Ja, der T-Rex da drin ist offensichtlich entkommen. Wir hatten da den T-Rex eingesperrt. Könntest du das sein? Nein, der T-Rex sah ein bisschen rötlicher aus, nicht so schwarz. Oh. Wenn ich Alexa 35. Kämpfen die jetzt doch gegeneinander? Na ja, tun sie. Ja, wie stark ist denn der Alpha? 25. Oh Gott, der Alpha gewinnt. Uiuiui. Das tat weh. Uiuiui. Der Alpha tut weh. Der tut sehr weh. Oh, Basti kommt hinzu. Okay. Dann schaue ich mal kurz vorbei. Hi. Hallo. Ich bin gerade dabei, einen Alpha zu killen. Moment.
denn fliegt? Ja. Womit? Mit einem Vogel. Warum stehen die T-Rexe hier überall? Ich musste die vorher mal aus dem Weg räumen, weil Vieh stuck war. Dann räumen sie aber auch bitte zurück. Ich find's nicht cool, wenn der T-Rex vor der Burgmauer steht. Halt, so ein Drache wollte Gassi gehen, also bin ich mit dem Gassi gegangen. Ich müsste mal Landen und Ausdauer regenerieren, aber ich habe Angst, dass mich das Vieh hier dann frisst! Was es auch offensichtlich tut. Warum geht man nicht mit einem Vogel Alphas töten? Das ist ein schwacher Alpha, Level 25. Was ist es denn für ein Alpha? Ein Karnatos. Karno. Und hohohohohohoho! Unsicheren Punkt. Oh, ich lande jetzt einfach da. Ich fürchte, der schwache Alpha haut dir trotzdem auf die Fresse, oder? Halt, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist mein Hauptproblem im Moment. Guck mal, 100%. Der ist voll imprinted. Wie geil. Gut, ich muss ein scheiß Vieh zweimal imprinten, dann ist es anscheinend durch. Was meinst du, die Drachen? Ja. Der 185er wird ganz wichtig für unsere Fortentwicklung. Könnten wir nicht unseren Technorex gegen den Alpha antreten lassen? Rein theoretisch, ja. Level 135 Rex, lass mich in Frieden. Bist du eigentlich ein Männchen oder ein Weibchen? Männlicher Rex, Level 135, das wäre doch was, oder? Das klingt interessant, ja. Also er ist noch nicht tot. Was heißt denn nicht tot? Also der steht direkt neben dem Alpha. Kämpfen die nicht als normalerweise gegeneinander? Nö, normalerweise nicht. Ich habe schon T-Rexe gesehen, die haben Kano so zum Frühstück verspeist. Der hier aber ja, nicht. Das machen sie manchmal, aber das ist dann meistens dem geschuldet, weil sie sich in irgendeinem Kampf mit irgendwas anderem aus Versehen gegenseitig anficken. Also sind sie nicht feindlich gesinnt im Normalfall? Im Normalfall nicht. Okay, der T-Rex ist voll auf mich getriggert. Soll ich den in die Höhle locken? Ja, am besten in die Höhle. Okay, in die Höhle. Oh Gott, ich sehe es nicht mehr. Wo ist er hin? Sonne. Ach, wo ist denn der andere? Ah, da drüben, in der anderen Hütte. Ah, ah. Scheiße. Da muss ich einen neuen Sattel bauen. Hab ja nicht für umsonst einen neuen Argentavis gezüchtet. Fasern, Chitin, Leder. Ah, Fasern und Leder habe ich schnell besammen. Chitin ist schon die andere. Vor unserer Höhle ist noch ein zweiter T-Rex, weiblich, Level 130. Erstmal ignorieren. Okay, ich bringe das Männchen mal in Richtung Höhle und hoffe, dass er sich nicht an den Stacheln aufspießt. Ja, das ist das Gefährliche. Das Wichtigste ist jetzt erstmal das Männchen, weil damit haben wir dann ein Vieh, mit dem wir Babys machen können. Können wir zumindest schon mal von dem Viehzeug Männchen machen. Hey, jetzt komm her. Heck fehlt dann immer noch, aber Heck kriegen wir sicherlich auch noch besser. Jetzt sind beide auf mich getriggert. Ach. Beide ist ein bisschen unpraktisch. Na, das Weibchen steht direkt vor der Höhle und das Männchen, ja, das steht im See. Komm her! Drecksvieh. Ich guck jetzt mal alle ein. Und dann müsste ich noch meinen neuen Aventaris finden. Der hat noch nicht so viel Punkte in allem, weil er nicht gelevelt ist, aber das ist auch nicht schlimm.
Okay, und welches von euch kommt jetzt in die Höhle? Oh, beide Na, kommen in die Höhle. wenn sie zu lange. Sie bringen sich beide um. Ja, das ist ein bisschen kontraproduktiv. Ich fürchte, ich muss die Stacheln wieder abreißen. Ach, dabei scheinen die nicht zielführend zu sein. Ja. Zum Schützen von etwas scheinen die ganz toll zu sein, aber so ist es unpraktisch. Ärgerlich, aber gut. Sagt mal, Jungs, möchte einer von euch beiden nicht weiter leben? Wer ist denn hier das Männchen? Der etwas grauere, glaube ich, der gleich stirbt. Ah, das ist uncool. Oh. Ja, ja, genau den. Kumpel, möchtest du vielleicht mit mir spielen, anstatt mit den Stacheln? Also das ist da das Weibchen, nee. Das Schwarze. Klasse. Der Graue war das Männchen. Okay. Gut, dann bereinige ich jetzt hier mal ein bisschen den Boden. Okay. Welches Level hat er jetzt? Der Techrex? Ja. 307. 307. Ich schau mal, ob ich den Alpha noch mal finde, dann können wir den auch gleich mitnehmen. Oh ja, hier ist er. Auf der anderen Seite des Sees läuft er rum. Ist noch ein T-Rex. Ich reiß kurz die Stacheln ab und dann komme ich vorbei. Das ist leider nur ein Weibchen. Und eventuell sollten wir in der Höhle mal ein paar B-Motore aufstellen. Ja, das wäre ein Plan. Wird gleich hier vor den Haupteingang ein paar Beamer-Tore klatschen, hier in die Höhleneingänge jeweils ein paar Beamer-Tore. Und dann können wir das Ganze als eine riesige Zehenfalle benutzen. Mhm. Oh. Ja. Kommt alle zu Papi. Nee, Papi ist falsch, das ist ja ein Weibchen. Kommt alle zu Mami. Der Alpha ist direkt hinter mir. Das gleiche gilt für den anderen weiblichen T-Rex. Dann laufe ich da jetzt mal drüber. Ui, die machen dir gut Damage. Muss mich nicht stören, ich habe 14.000 Leben. Na, guck mal einer an, das gefällt mir aber absolut. Mein ganzes Inventar ist voll mit Prime Meat. Das nicht, aber ich habe eine Gesellen-Metallspitzhacke bekommen, quasi eine lilane Metallspitzhacke. 168%. Und eine grüne Eisenspitzhacke, Metallspitzhacke 142%. Abgesehen davon noch farbige Armbrüste. Och, perfekt. Oh, wie viele Armbrüste? Zwei. Ah, okay. Reicht nicht für alle. Ich habe eine grüne mit 125% und 222 Haltbarkeit und eine blaue mit 156% und 203 Haltbarkeit. Die hohe habe ich mir mal rausgelangt. So, ich habe dir mal mein Filet übergeben.
Soll ich die andere Armbrust nehmen? Kannst du machen. Okay. Carnotaurus Arm. Rokotodon-Sattel. Ich habe zuerst Popcorn-Sattel gelesen. So. Jetzt baue ich auch mal wieder ein paar Pfeile. Dann baue ich Narko-Pfeile. Hab da genügend Narko-Mittel mit runtergebracht. Und bastel ich. Und hoffentlich finden wir noch ein brauchbares, wobei mir das Männchen mittlerweile schon fast egal ist. Und ich mir denke, ach, ich züchte einfach die Werte drauf. Level 145 klingt ja schon mal gut, aber das weiblich klingt nicht gut. Brauchst du so ein Tech-Mutator-Dings, der Bumster, was die Geschlechter umkehren kann? Eine volle Lederrüstung. Ja, nehm ich einfach mal mit. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ja. Haben wir Raptoren? Nö. Nee, schade. Ich wollte nämlich auf Höhlenerkundungstour gehen. Wo ist denn die Höhle? Ach, die ist da vorne. Wölfe eignen sich dafür am besten. Wölfe? Soll ich denn so einen Wolf mitnehmen? Nee, ich würde. Eigentlich brauche ich noch ein Weibchen. Okay. Ich habe nur zwei Männchen. Bei den T-Rexen ist es umgekehrt, da haben wir nur Weibchen. Ja, deprimierenderweise. Vielleicht hat das einzig brauchbare Männchen, was ich bisher gefunden habe, war der Meinung, vor einen Eisdrachen zu springen. Der hat wohl gedacht, das wäre ein Piep. T-Rexe sehen ja nicht so gut. Was habt denn ihr hier gebaut? Hä? Das hast du doch da gerade erst hingeklatscht, das stand da doch vorher noch nicht. Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber die neuen Gebäude stehen schon seit gestern. Das Vogelnest hier. Das soll eigentlich nochmal ein Turm werden, da müsste ich mal weiterbauen. Ich habe vorhin mal irgend so ein paar Wände gefunden, die habe ich da unten in irgendeine Kiste reingepackt. 135 Stück oder sowas waren es an der Zahl. Da oben auf diesem Turm müssen noch Kisten stehen. Und da sind auch. Da sind Zäune drin. Und Holz. Auch irgendwo muss ich noch Wände haben. Ja, ich habe unten welche reingepackt, unten in so eine Kiste. Die habe ich von einem Vogelinventar in der Kiste transferiert. Da hatte ich so einen Vogel geklappt. Na, keine Ahnung. Zumindest habe ich irgendwo noch über 100 Wände rumliegen. Ich glaube, ich habe fast 200 Wände hergestellt oder so.
Naja, zumindest was du hier siehst, soll mal ein Turm werden. Okay. Es soll. Die Eisdrachen sind noch mittlerweile reitfähig, oder nicht? Nein. Man kann Tiere erst reiten, wenn sie erwachsen sind. Ich weiß, aber von der Größe her wird es hinkommen. Das mag sein. So viel größer werden sie sogar, ehrlich gesagt, nicht mehr. Weil, naja, ein bisschen werden sie noch wachsen. Aber nicht mehr viel. Verdammt. Wir haben kein Narkomittel mehr. Wir haben Narkomittel. Und wo? In meinem Inventar. Ja. 325. Ich bräuchte nur 125. Das habe ich gestern oder irgendwann hergestellt. Sollten wir die ganzen Beeren nicht in einen Räucherofen oder so packen? Wozu? Damit sie nicht schlecht werden. Das Zeug fahren wir so schnell wieder. Wir haben Handgranaten? Eine. Aus dem Loot-Drop gefunden. Was ist eigentlich aus deinem 600 Damage Revolver geworden? Ich glaube, der gammelt in meinem Piet rum. Da müsste dann mein Piet rumgammeln. Okay, was ist dieser T-Rex, den ich hierher bringen sollte? Oh, verdammt. So, zufällig irgendwo noch einen zweiten Piet? Warum? Der ist schneller als ein Vogel. Ich habe insgesamt sogar drei Piets. Einer gehört Ansgar und zwei haben keinen Namen. Okay. Aber einer hat keinen Sattel, der steht vorm Haus. Den kannst du dir von mir aus dem Sattel bauen und nehmen. Den rosanen hier, aber der hat einen Sattel. Kein Sattel, ich glaube Level 94 oder so. Ich sehe hier keinen Level 94er. Vor der alten Basis, wo das ganze Zeug drin war. Wo die Drachen auch davor stehen. Da steht ein Rosener Piet mit Zettel, Level 100 irgendwas. Nee, das ist er nicht. Dann weiß ich nicht, wo er hin ist. 62. Komm T-Rex, komm mit in die Höhle. Aber ich habe ihn gefunden. Dann bleibt er stehen. T-Rex, deine Werte sind mir scheißegal. Hier ist ein Piet im Schmelzofen. Das ist unpraktisch. Hier oben ist Level 115, kein Sattel.
Ich glaube, die neue. Das könnte ja sein, ja. Ja. Okay, was brauche ich alles für ein Pizzadel? Chitin, Leder und Fasern. Ach, ganz toll. Chitin haben wir in irgendeiner Kiste, Leder aus einer ist in derselben Kiste mit drin. Und Fasern müssten eigentlich auch in der Werkbank sein. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie viele gottverdammte Kisten hier rumstehen? Ja, ich meine in der Kiste neben der, im Haus, wo die Schmelze ist. Hier stehen um die 300 Kisten rum. Das ist jetzt übertrieben. Maximal um die 200. Oh hey, ich habe noch mehr Spikes gefunden. Ich könnte mir doch in der Höhle aufstellen. Die Kiste heißt übrigens Leder und Chitin. Die Kisten ja, haben Namen? Manche Kisten habe ich benannt, ja. In der Kiste Lederkeratin ist 10 Keratin drin. Mehr nicht. Dann guck mal in die Werkbank. Pflanzen, Gemüse, Obst. Alles vertrocknet. Kann sein. Trophies. Wo sind die ganzen Trophies hin? Wir hätten doch mehr als Alpha Raptor Clown. Zum Beispiel ein paar T-Rex-Schädeln und sowas. Das sind aber keine Trophies, das sind Skins. Oder hier so ein Tyrannosaurus-Arm. Beschwörungsmaterial. Ich habe trotzdem nicht genügend Keratin. Ich brauche 75. Gibt's hier irgendwo in der Nähe Schildkröten? Wir haben irgendwo in der Basis was. Ich weiß noch nicht wo. Bitte T-Rex, danke, er kippt um. Oh, Glück gehabt. Sag mir nicht, du hast unseren Techno-Rex geschrottet. Nein. Wie sollen wir denn bitte das viel schrotten? Ich hab einen Level 55 T-Rex down gemacht. Ein Glas Wasser drauf kippen. Dann wir sagen, ich habe Kreise. Oh, hier draußen Keratin und Metall und Wände und Zündpulver. Kann sein, irgendwo habe ich ihn getatscht. Was brauche ich jetzt noch? Leder und was war das andere? Fasern. Leder und Fasern. Pizzadel. Ich kann mir eine Flinte bauen, aber keine Flintenmuni. Praktisch. Äußerst sinnvoll. Warte mal, wie viel wiege ich? 105, das geht sogar noch. Okay, Pete, wir machen einen Ausflug. Oder auch nicht. Du wiegst eine Tonne. Nein, ein Beat hat einfach nicht viel Gewicht. Du wiegst eine Tonne, nicht der Beat. Der Beat kann 200 Kilogramm tragen und ich wieg nur 105. Was hat der Beat dabei? Wie bitte? Was hat der Beat dabei? Fleisch. Okay.
Okay, ich wiege 159 Kilo. Vergiss nicht, der Mensch, den du spielst, der hat auch ein Gewicht. Ah, will ich da runter? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt erstmal den Pete auf Gewicht aufleveln. Ups. Wusste nicht, dass das geht. Ach nee, jetzt, oder? Weiblicher Rex Level 90. Obwohl. Was denn? Ich habe eine Klippe entdeckt. Ich könnte darauf landen und den T-Rex angreifen. Greif mit dem Pete bitte keinen T-Rex an. Ja, ich greife auch nicht mit dem Pete den T-Rex an. Ich lande mit dem Pete und greife mit meiner Armbrust an. Ich sehe einen Tag Rex. Verfickte Scheiße. Lass mich doch nicht Hoffnung schnuppern. Nein. Okay, Befehl folgen. Ist das ein Pete oder was Größeres? Das ist noch ein Pete. Was läuft hier rum? Was ist denn? Greif mich Gallinimusse an? Die rennen weg. Okay, gut. What the hell? Okay. Uiuiui. Komm her.
Ach, heute Abend ist normal bei Eurotrauma. Verschwörung meinst du, oder wie? Kannst du bitte da oben landen und nicht da unten? Danke. Der hier hoch. Wo sind der hin? Alter! Die Armbrust ist ja overpowered. 100, wieso? 119 Damage an einem T-Rex Level. Irgendwas, 95 glaube ich. Wenn ich dran denke, dass ich früher immer nur 36 Damage gemacht habe. Hast du ja mit Narko-Pfeilen geschossen. Auch mit den normalen Pfeilen. Warte mal. Dann aber mit einem Bogen. Nee, ich hab gar kein Bogencrafting-Rezept freigeschaltet. So, das habe ich auch endlich mal meine ganzen Speere losgeworden. Das einzige, womit du bei einer normalen womit du meiner Armbrust so wenig Schaden machst, sind Betäubungsfeile. Sonst machst du immer mehr Schaden. Okay. Im Schnitt eigentlich um die 90. Standardmäßig auf 100%. Du hast hier gerade nur 25% mehr Schaden. Also. Mehr ist es ja nicht. Nur so viel du willst. Du kriegst mich hier oben nicht. Nice. Ein T-Rex-Kill. Nein, 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 nein. Nicht wegfliegen. Das war knapp. Mal gucken. Das nehme ich mit. Das haben wir, glaube ich, schon. Ich nehme es trotzdem mal mit. Pfeile.
Ja, der Rest ist eher uninteressant. Nett. Müssten die Drachen auch nochmal das Fleisch fressen. Zumindest die zwei Großen. Tun die das nicht schon? Nein. Okay. Normalerweise tun die das noch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, fressen die sogar erst Fleisch, wenn sie erwachsen sind. Das Enkel. Insekten. Okay. Mit Insekten kann ich leben. Wo sind die Rex hin? Naja, egal. Das sind nur flache Gewässer. Haustiere gefunden.
voll buggy aus. Wo ist es hin? Nehmen mal nicht zwei Wölfe.
Ach, egal. Ich habe schon wieder aus den Augen verloren. Hier ist es. Komm! Oh Mann. Tja, Basti scheint AFK gegangen zu sein. Was ich gegebenenfalls jetzt auch tun würde, da ich schon eine ganze Weile hier spiele. Wir haben jetzt nicht wirklich was gerissen, außer ein bisschen den Pete hochgelevelt auf Gewicht. Wo ist denn der Pete eigentlich hin? Da ist der Pete.
Piet! Tja, dann parke ich am besten einfach mal hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut und haut rein.